Naja, aber sonst ist hier nicht viel. Ja, achso. Gut. Tja, dann sollte ich vielleicht nicht hier sein. Sagen wir es mal so. Ah, eine Granate. Fantastisch. Wäre trotzdem mal schön, hier irgendwie was mit dem machen zu können. Der wird bestimmt irgendwo eine Schwachstelle haben. Können wir bitte weiterfahren da? Wobei, der sieht schon ein bisschen sehr geschwächt aus. Wobei, ich nehme es zurück. Also, die drehen sich halt unheimlich schnell um. Gefühlt kann ich da gar nicht mal so viel machen hier. Im Sinne von, wo wir da von hinten rankommen wollen. Ah, es hat funktioniert, okay. Ach, und jetzt fahren sie direkt schon raus. Na geil. Da kann man echt viel Ausrüstung benutzen. Wir verpassen den Zug. Ja, sehr gut. Sehr gut, Mutti. Ich komme ja schon. Vielleicht hält der Zug ja an für uns oder wartet. Ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Anja, wir beide in einem Zug nach Berlin. Okay, ganz ruhig, Blaskovic. Du bist nur einer dieser Regimeleute, der mitten in der Nacht einen Kaffee holt. Was ist das für ein riesiger Zug? Einfach zurück zum Abteil. Augenkontakt vermeiden. Ah, Kaffeephysik. Schwabbel. Das ist lustig. Finde ich gut. Kann man das auskippen lassen? Nein. Ist ja lustig, wenn die Becher umfallen würden. Sie können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Ja, ist ja gut. Der hier? Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne und vollkommene Züge. Züge. Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Oberstleutnant Engel. Natürlich. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bubi. Was soll das, mein Herzblatt? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Mit diesem Test lässt sich feststellen, ob Ihr Geist womöglich verunreinigt ist. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie verstanden? Ich habe gerade nicht zugehört. Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Nein. Ich meine, natürlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen können. Gut! Lasst uns anfangen! Das sind also typische deutsche Namen hier, so richtig klischeehaft. Sie heißt Engel, der andere heißt Totenkopf, das hier ist der Eisenpfeil. Das sie erregt. Oh. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ich weiß es nicht. Trottel. Ich hätte gerne einen Kaffee. Was mich erregt? Pff,
Weiß ich nicht. Auge ist schön, Mund ist auch schön. Da. Ach so. Ist das jetzt ein Persönlichkeitstest hier, oder was? Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Oh. Schmetterling oder eine, was auch immer das genau ist. Wahrscheinlich ein Flugzeug. Glücksgefühl, ja, das finde ich schöner. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unsauber ist, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Oberstleutnant. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Pff, da. Hey. Ich hätte sagen sollen, dass es Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Ja, hab ich doch. Ich würde es normal haben. Ich sage Ihnen etwas. Wären Sie nicht sauber gewesen, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen. Sie liebt es, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder! Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen, gar nichts. Davon abgesehen kann ich einen verdorbenen Geist mit bloßen Augen erkennen. Du etwa nicht. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, in seinem Abteil wartet eine hübsche Dame auf ihn. Ach, natürlich. Lass gut sein. Ich frage mich gerade so ein bisschen... Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin. Ja, ist ja gut. Ich frage mich gerade ein bisschen, ob unsere Auswahl sich noch auswirken kann auf später. Ob da später noch irgendwas passiert. Im Sinne von, hey, da taucht irgendwo ein Schmetterling auf. Oder da ist irgendwo ein Auge. Na gut, wahrscheinlich... Verschwinden Sie besser in Ihr Abteil. Wahrscheinlich sind hier öfter mal Augen, aber ne, von der Art, von den Sachen, die wir da eingegeben haben, dass es irgendwelche Auswirkungen haben könnte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wäre aber interessant. So ein bisschen wie das Until Dawn gemacht hat. In dem Sinne, dass man da verschiedene Sachen auswählen konnte. Von dem Psychologen da, verschiedene Bilder, verschiedene Sachen. Dass es dann auch sich quasi für später gemerkt wurde. So, da liegt ein Zettel. Tournee der Käfer beginnt in Berlin. Berlin, 11. Oktober 1960. Nächsten Monat wird die dynamische Viererkapelle auf der Bühne des weltberühmten Volkssaals Musik von ihrer neuen Schallplatte Das blaue U-Boot zum Besten geben. Karten für die Vorstellung waren in Rekordzeit ausverkauft. Die Reaktion auf die letzte Schallplatte waren einfach phänomenal, sagt Wolfgang Trapper, der Agent der Gruppe. Die Käfer, die letzte Woche in ernsthaft? Die Käfer im Sinne von die Beatles und Yellow Submarine. Ach Gottchen. Oh. Ich will diesen Text nicht zu Ende lesen. Oh Gott. Auch das Bild, ne? Meine Güte. Die Käfer, die in letzter Woche in Schwierigkeiten gerieten, als sie vergaßen, dem Staatsoberhaupt von ihrem Konzert zu danken, haben außerdem bekannt gegeben, dass sie die Hauptrollen in der neuen Fernsehsendung über die Abenteuer einer weltberühmten Sängertruppe spielen werden. Natürlich müssen die Beatles einen deutschen Namen haben. Ach Gottchen. Natürlich. Die Käfer, Digga. Ich habe erst an die Autos gedacht. Verboten, verboten, verboten. Heißt das verboten zwischen 12 und 13 Uhr oder dann darf man rauchen? Pflichten Sie sich jetzt. Das sind schöne Vorhänge. Das ist echt ein unheimlich breiter Zug. Unheimlich breit. Hallo? Hier rein. Der Zug erinnert mich gerade an ein anderes Spiel. The Last Express. Habe ich nie durchgespielt. Hier rein. Hi. Die haben so schöne, intensive Augen. Das ist ja geräumig. Wow. Okay, neue Kalksteinvorkommen entdeckt. Zagreb, 11. Oktober 1960. Im Norden Kroatiens wurde ein reiches Kalksteinvorkommen entdeckt. Laut der geologischen Gutachterin
gibt es eine Fülle einer besonderen Kalksteinzusammensetzung, die äußerst gut für die Herstellung von Superbeton geeignet ist, der von unserem Architekten beim Errichten neuer Gebäude verwendet wird. Das könnte unser bisher größter Fund sein, sagte die Geologin während eines gestrigen Telefongesprächs. Schön. Schwabbelkaffee? 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 Hübsch. Schwabbelkaffee? Nein, kein Kaffee. Schwabbelbrüste auch nicht. Sie hat ja immer Klamotten William. An. Ist ja gut. William? Ja. Ist der für mich? Ja. Es gibt hier nur ein Bett. Ja. Würden Sie es mit mir teilen? Ich habe meine Kettensäge nicht dabei. Manchmal Weihnachten. Manchmal ein Geburtstag. Manchmal Zerstörung. Leid. Und Tod. Und manchmal braucht man einfach etwas Gutes. Guten Morgen, verehrte Zugreisende. Unser nächster Halt ist Berlin. Dort haben wir exakt 2 Stunden Aufenthalt, bevor wir in Richtung Zagreb weiterreisen, unserem endgültigen Reiseziel. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wie wir ins Gefängnis Eisenwald reinkommen. Da ist ein Hotel, nah bei der Zentrale der Geheimpolizei. Was man alles mit einem Kaffee erreichen kann, ist toll. Die Zentrale der Geheimpolizei ist hier in Berlin berüchtigt. Dorthin bringen sie Gefangene zum Verhör. Foltern sie. Dann bringen sie zurück nach Eisenwald. Wenn sie noch leben. Irgendwas geht da vor sich. Ein Gefangenentransport. Komm schnell! Ah, wie hieß dieses Bauprojekt? Was war das noch? Was hätte das werden sollen? William! Was denn? Was denn? Sie holen Gefangene ab. Du musst irgendwie auf das Dach des Transporters gelangen. Wenn du dort unentdeckt bleibst, kannst du bis ins Gefängnis von Eisenwald mitfahren. Ich gehe nach unten und lenke die Wache ab, damit er dich nicht sieht. Eins steht fest. Diesem Kerl fehlt es nicht an Eitelkeit. Tja. Wie hieß das Ding noch? Was? Ich weiß es nicht mehr. Zumindest waren das mal, oder sieht das aus wie etwas, was mal geplant war. Damals im Zweiten Weltkrieg. Aber die Zeppeline sind schick. Die sind sehr modernisiert. Das ist noch mit Luft, ne? Das sind jetzt keine Schubdüsen nach hinten. Ah, Zeppeline sind eindrucksvoll. Oder so riesige, ne? So riesige fliegende Wale halt. So vom Format her. Da ist der Alex. Schön. Ich würde gerne wieder rein. Weil da lag noch was drinne. Verdammt. Ich erinnere mich jetzt auch ein bisschen an Dishonored. Rein von der Optik her, so vom Stil her. Serienmörder. Mörderduo und Verdacht. Berlin, 11. Oktober 1960. Die seit mehreren Monaten in der Stadt andauernden Mordserie könnte laut ermittlungsnahen Quellen das Werk eines abweichlerischen Mörderduos sein. Bisher wurden 5 Menschen getötet, alle Opfer wurden zerstückelt in Abwasserkanälen gefunden. Augenzeugen berichten von 2 seltsamen, höchstwahrscheinlich geistig eingeschränkten und körperlich entstellten Männern, die an den Tatorten umherschleichen. Sie sahen für mich nicht aus wie normale, anständige Berliner, sagte einer der Zeugen. Die schrecklichen Taten waren bestimmt ihr Werk. Natürlich werden Leute beschuldigt, nur weil sie nicht aussehen wie andere. Die Bilder sind toll, ne? Eine Kuh, die irgendwie gepiekst wird. Eine Ziege, die auf einem Laster steht. Ist total hübsch. So. Nimm das, du Telefon. Ich zeig dir, was ein Ferngespräch ist. Da. So.
Erdmanns Brief. Ja, wir können ja auch theoretisch lesen, oder? Können wir, ne? Können wir in der Theorie machen. Theorie und gleich Praxis. So. Schön. Ich geh mal runter. Die vorherrschenden Farben sind tatsächlich hier so ein dunkles Blau und helles Gelb-Orange. Okay. Ich hätte mich noch weiter umschauen sollen. Ich gehe im Moment tatsächlich einigermaßen flott immer hier lang. Das ist eine schlechte Textur. Okay. Ja. Hier ist schon mal gar nichts, ne? Kann da was mitmachen? Nein. Ich habe gerade versucht, das Messer nachzuladen. Ist auch nicht unbedingt schlau gewesen. Indem ich auf R gedrückt habe. Ist das... Achso. Schwieriges Spielzeug. Ohne Batterie wertlos. Was ist das genau? Laserschneider-Prototyp. Okay. Ja. Da hilft eine Batterie. Wir können auch ein Bierfass nehmen. Das geht natürlich auch. Das war eine Batterie? Das war einfach nur ein Rumfunkeln. Ist auch nicht schlimm, aber trotzdem. Batterie ist leer. Muss neu aufgeladen werden. Echt? Ja. Haben wir das nicht gerade schon gemacht? Die war da doch zum Aufladen drin, oder nicht? Ah, stimmt. Ja, ja, doch. Ah, ich erinnere mich an dieses Feature, genau. Zumindest in den kurzen Videos oder in den Sachen, die ich da mal zu gesehen habe zu dem Spiel damals. Ja, ich erinnere mich, dass wir da, dass man da selbstständig halt Sachen aus Verteidigung rausschneiden kann. Benutze den Laserschneider, um Zäune zu zerschneiden und halte da zum Schneiden Maus gedrückt. Ah. Das ist cool. Ist jetzt aufgeladen. Auf mal schon. Vorhin erkennt man das. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wie Limit erreicht. Das ist ein bisschen zu klein gewesen, verdammt. Das ist cool. So als Feature. Ja, gefällt mir gut. Doch, es hat was. Man muss halt nur ein bisschen wissen, wie groß man das machen muss. Aber schön, dass das, also gut, dass das nachleuchtet ist, ein bisschen albern, das dürfte eigentlich relativ schnell verglimmen. Möglichst schnell oder relativ schnell erlöschen. Warum, da würde ich nicht durchlatschen wollen jetzt. Mal so gesehen. Okay, da unten links ist die Anzeige, ich meine, unten rechts ist die Anzeige, wie viel das ist. Okay. Hey. Alles klar. Na komm. Und das wieder voll, alles klar. Okay. Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas bestimmt. Okay. Davon stirbt man? Ernsthaft? Wie viel sind wir sonst schon mal runtergefallen und sind da nicht von gestorben? Die 5 Meter. Okay, es sind ein paar Meter mehr. Ganz paar Meter mehr. Okay, ich versuche eigentlich... Wenn es halt jemand ist, wäre schön, wenn ich hinter dem wäre. Sching. So. Muss ich mal gucken, was ich sonst noch so für Sachen freizuschalten habe hier. Vorteile, haben wir das? Heimliches Töten durch Messerwurf. Ja, 5 Stück. Ach, okay, die bauen halt aufeinander auf. Okay. Schalte vorherigen Vorteil frei, ja. Erhöht die Geschwindigkeit beim Ausrüsten und Wechsel von Waffen. Getötet mit Kopftreffer. Okay, einen noch mit Kopftreffer. Alles klar. Überlade deine Gesundheit, um 200 zu erreichen. Habe ich noch nicht gemacht.
Erhöht die Geschwindigkeit, mit der sich Gesundheit regeneriert. Das ist praktisch. Aus der Deckung mit der Pistole getötet. Deckung, stimmt, ich musste an die Deckung denken. Die ich irgendwie nochmal, mit Alt kann man sich lehnen, alles klar. Achso mal, naja, Löschschlauch. Es wird im Notfall schwierig. Wenn das Ding denn nicht aufgeht. Ist das eine Kamera da oben? Komm schon! Da ist jemand! Sehr gut! Oh, du Bastard! Ich seh dich! Ein Heimtiging! Ich hab anscheinend nichts zum Werfen, okay. Kann ich die Leute grillen vielleicht? Diesmal hast du auf mal ja. Ich würde das Messer gerne werfen. Das sieht aber sehr ungesund aus, mal ganz ehrlich. Au, 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 au. Okay. Das sah sehr ungesund aus. Ich werde an dieser Stelle eine kleine Pause machen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Wolfenstein The New Order. Sind zwar viele Zwischensequenzen bisher, aber gefällt mir gut. Ist schön, hat was. Hat eine interessante Stimmung vor allem. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oder ist was, oder? Ja, das Bilderrahmen. Oder so ähnlich zumindest. Ich hole ihn beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.